Oh, wieder 6 gegen 4. Nee, natürlich wird das 4 gegen 5 gegen 5 sein. Aber sieht immer lustig aus, wenn das hier passiert. Und wir spielen Hochhaus hier in Uncharted 3 und ich spiele den Kameramann. Ja. Und ich hoffe, dass es nun gut geht. Und Hochhaus habe ich noch nicht gespielt. Und ob jetzt mein Team verliert oder gewinnt, ich werde es einfach aufnehmen und dann entscheiden. Aber ich denke, wird gut gehen hier. Ob ich jetzt gut bin in dem Level oder nicht, ist mir eigentlich egal. Ja, ab und zu bin ich's, ab und zu bin ich's nicht. Kommt sehr darauf an, wie dumm ich mich anstelle oder wie gut ich mich anstelle. Und ich meine nicht wegen herunterfallen. Nein, das tue ich eher selten, wobei ich es ab und zu doch tue. Kann passieren. Ich glaube, das passiert jedem Profi. Was? Er kann nicht bei mir spawnen? Wo ist denn der Gegner? Weiß ich nicht. Und ich spiele immer gern mit diesen Propagandaflaschen. Mit diesen Dingern herum. So. Weg damit. Brauche ich nicht. Hat da jemand draufgeschossen? Kann das sein? Ich sehe irgendwie gerade keinen Gegner. Oh, jemand ist wieder da hinten. Ach. KZ. Da hinten kann man eigentlich gar nicht hin. Oder ich würde behaupten, man sollte da nicht hinkommen können. Egal. Aber wo sind denn die Gegner? Da muss ja einer sein. Ach, er hat nur auf den Kollegen gewartet, ne? Na gut, Level 10. Zu weit vom Weg. Was? Zu weit weg vom Level. Ich will hier spawnen. Zu weit weg vom Level. Das habe ich noch nie gelesen. Aber egal. Kann es geben. Ich weiß zwar nicht, wie die das hinbekommen, aber anscheinend, ja. Das ist schon der zweite, den ich gesehen habe, der sowas tut. Ja, egal. Ich hoffe nur, das ist nicht so unfair gegenüber dem anderen Team. Naja. Kann man nichts machen. Man kann sich nicht aussuchen, wie man ein Team hat. Naja. Außer man hat irgendwelche Kollegen, die man dazu holt, dann geht das gut. Ich glaube, ich nehme mal seine Waffe. Ich drücke einfach Viereck. Oh! Dreieck, nicht Viereck. Um ihn etwas zu ärgern. Heißt, Kumpel versucht bei ihm zu spawnen. Wie das einfach aussieht. Ja, gut, das ist wirklich unfair. Hey. Ich würde gerne mal wissen, wie man da hinkommt. Kann das jemand in die Kommentare schreiben, der das vielleicht weiß? Ich meine, seht euch das mal an. Die Hütte ist ja um einiges zu weit entfernt. Oh. Hier.
guter Schuss. Vor allem, was hat der andere? Der andere hatte doch einen Ding-Sniper. Aber man kann sie dorthin werfen, diese Flasche. Tut mir leid. Naja. Eigentlich wollte ich euch nicht zeigen, wie jemand da hinkommt. Also da hinten. Oder. Ups. Sehr lustig. Aber das sieht einfach so komisch aus. Finde ich. Okay. Muss ich hier ein bisschen richtiger spielen? Pech gehabt. Gut, das ist ein Level 10er. 10er? 10er. Was ist mit dem Ding los? So komisch aus. Irgendwie ein Grafikfehler. Ja. Jetzt aber ist es wieder gut. Ich schieß mal mehr. Handgranate dahin. Ist der Typ mal gestorben dort hinten? Anscheinend. Der Schatz fällt! Wir haben nur noch 4 Gegner. Okay, er ist anscheinend einmal gestorben. Hey, ich möchte nur wissen, wie der andere dorthin kommt. Gut, vielleicht geht das nur am Anfang. Schau mal zu, was der hier macht. Was machst du denn hier? Okay. Keine Ahnung. Der vorhat. Ich habe gedacht, vielleicht kann er wieder an den anderen Ort hin und uns zeigen, wie das Ganze, wie er das Ganze fabriziert hat. Ach, Mann. Ich habe irgendwie gerade nicht mit Wörtern. Aber anscheinend, ja, will er nicht. Vielleicht kann er auch nicht mehr. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ob man nur am Anfang dort irgendwie hinkommen kann. Möglich ist's. Ich denke, es ist ein Bug. Jemand hat einen Fehler herausgefunden und jetzt... ja. Das machen es halt viele nach. Gibt es viele Nachahmer. Vielleicht ist es aber auch derselbe Spieler. Ich weiß es nicht. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Wenn nicht, dann wisst ihr es halt auch nicht. Dann seid ihr so... ja. Dann wisst ihr so viel wie ich von dem Level im Prinzip. Wenn ihr es nicht wisst. Sehr wahrscheinlich. Außer ihr habt das Level noch nie gespielt. Irgendwie schon. Und ein bisschen fies. 45 zu 22. Gut, wir haben weniger Gegner. Bin mehr. Ich
können mehr an derselben, am selben Ort sein von uns. Kann ein Vor- oder ein Nachteil sein. Man könnte auch als Einzelspieler gewinnen, wenn man möchte. Kann man da einfach oben drauf? Geht nicht. Die Frage ist schon, wie bringt man da hin, nach hinten? Juhu! Kurzen Moment, ist er irgendwie komisch gesprungen. Das wäre dann eine Wand gewesen. Ja, das war wieder Uncharted. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zu einem anderen Video. Oder nächsten Mal. Tschüss!